Michael Flynn, Ex-Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, arbeitet mit dem Russland-Sonderermittler Robert Mueller zusammen. Flynn habe substanzielle Hilfe bei der Untersuchung geleistet, hieß es in Gerichtsunterlagen am Dienstag. Dazu gehörten Informationen aus erster Hand über Inhalt und Kontext der Beziehungen zwischen dem Übergangsteam und russischen Regierungsvertretern. Der Sonderermittler forderte das Gericht daher auf, Flynn nicht zu einer Haftstrafe zu verurteilen. Ein Urteil ist für den 18. Dezember angesetzt. Flynn hatte zugegeben, gegenüber Ermittlern der Bundespolizei FBI falsche Angaben zu seinen Russland-Kontakten gemacht zu haben. Er war das erste Mitglied der Trump-Regierung, das sich im Zuge der Nachforschungen von Mueller schuldig bekannt hat. Mueller untersucht die russische Einflussnahme auf die Wahlen 2016 zugunsten von Trump. Der US-Präsident hat die Ermittlungen wiederholt als Hexenjagd kritisiert.